damit ein herzliches Willkommen an alle meine PlayerGaddon und Hipsters da draußen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas und PlayerGaddon. Jo, Montag heißt Luftturnier. Beginnt in 3, 2, 1, go! Jo, mal sehen, was wir hier für Loot finden. Ich habe noch ein paar Drachen ausgebildet. Ah, snaggeln wir uns auf einmal weg. Ach, dammit. Ich habe vergessen, die Kasernen zu boosten. Erster Fehler. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit verloren. Ah, verdammt. Ich will auch Zweiter werden im Loot-Turnier. Wir setzen auch hier die Wutzauber. Weil das sonst so lange mit den Drachen dauert. Die werden das ganze Dorf wegficken. Ich habe jetzt einfach nur die Drachen genommen, weil, ja, guckt euch mein Elixier an. Das sagt alles. Jo, also auf meinem zweiten Account ist Elixier-mäßig nichts mehr machbar. Dunkles Elixier-mäßig sind nur noch die Schweine machbar. Tja. Aber davor will ich erst mal Bahnkönig auf 5 machen, bevor ich die Schweinereiter hochmache. Ist sinnvoller, glaube ich. Ist sinnvoller. Denn die Schweinereiter benutze ich kaum hier auf dem Account und ja. Brauchen wir noch Wutzauber? Ich will nur noch den Loot. Wir müssen noch nicht mal 100% schaffen. Wir brauchen nur den gesamten Loot. Loot, Loot. Come on, Baby, Wutzauber. Die müssten... Ah. Eigentlich müssten die reinfliegen im Normalfall. Komm, ja, jetzt sind die reingeflogen. Sobald wir das Loot haben, steigen wir aus dem Kampf aus. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Die Drachen habe ich jetzt einfach mitgenommen, weil mit Bartschwärmen hier wirklich schlecht durchgekommen. Ja, komm, nehmen wir noch die 100% mit. Komm, schnell, 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 schnell. Ach, verdammt, ich habe noch nicht mal geguckt, wann wir angefangen haben mit der Aufnahme. Egal. YOLO. YOLO, YOLO, YOLO. Wir jammen hier ein bisschen. Ich will ja Zweiter werden, das habe ich gesagt. Und für das Ziel muss man einiges tun. Heute am Montag, 16 Uhr, Loot Challenge. Dafür muss man wirklich einiges bieten. Ah, heute 8. und 9. frei gehabt. Richtig geil, aber... war voll. Jau. Ja, 7 können rein, interessiert keinen. So, hat heute, wie ich schon gerade eben gesagt habe, 8. und 9. frei und das hat mir einige Zeit gespart. Ich kann sogar das Video eigentlich heute machen, aber ich habe es gestern gemacht. Ich rede gerade in der Zukunft, ich versuche mir das einfach anzugewöhnen, weil das irgendwie verwirrend ist. Yo, WhatsApp, im Übrigen, falls einige von euch, naja, einige von euch werden ja kein FNAF gucken. Und genau da habe ich gesagt, dass hier genau Loot ist. Da habe ich gesagt, dass ich einen neuen PC habe und ja, ich habe einen neuen PC für alle, die FNAF nicht geguckt haben. Ich kann nur sagen, ist mega geil. Ich habe den auch relativ günstig bekommen. Boah, jetzt können wir geile Spiele spielen und auch öfter streamen. Da es ja die Einstellung gibt, Prozessor härter beanspruchen als Internet. Und dann können wir immer in 480p streamen. Und das Beste ist ja noch, das LAN-Kabel ist jetzt am PC dran, sodass es auch keine Störungen mehr geben kann. Und ja, das heißt im Sommer, in den Sommerferien, vielleicht auch noch am Wochenende, mal sehen, wird gestreamt. Ja, sehr viele werden sich Clash of Clans wünschen, aber zu streamen, ich finde das Boxen nicht so gerne, aber ich werde trotzdem ein bisschen Clash of Clans streamen. Wieso auch nicht? Ist was Schönes zwischendurch, aber was ich gerne streamen würde, ist Five Nights at Freddy's 3. Ich habe ja in einem Video versprochen, dass wir das streamen werden. Tja, auch im Sommer haben wir was Schönes geplant, was genau sein wird, ist ein Stream. Aber es wird ein besonderer Stream, aber ich will jetzt nichts genaueres sagen, da ich schon sonst spoilern könnte. So, Babas. Boogies. Okay. Bis 40 Juwelen können wir Gem, also pff, ist schon einiges. Und wir werden auf jeden Fall versuchen... Ah, dammit, was war hier drin, ne? Bogenschützen. Wir werden versuchen, Zweiter zu werden, das ist mein Ziel. paar Dinge habe ich hier noch. Paar Juwelen und wir können wieder suchen. 200, genau. Ja, das ist nicht die beste Loot-Zeit, aber kann man leben mit. Kann man leben. So. Das einzige Problem an meinem neuen PC ist, erstens, der Bildschirm ist quadratisch, sodass oben und unten schwarzer Balken ist. Aber bei FNAF ist kein schwarzer Balken, da man in Camtasia das Bild strecken kann. Also habt ihr gar keine Probleme. Nur für mich ist es nicht so knorke, aber ist ja auch egal. Und, dass ich keine Boxen habe, aber juckt ja keinen. Ich nehme dann einfach mit Kopfhörern auf. Ich habe mich schon etwas dran mit den Kopfhörern gewöhnt zu sprechen, aber ist noch relativ ungewohnt. Aber ich werde mich dran gewöhnen und dann, ja, läuft es auf jeden Fall. So, ne, not loot. Not loot.
Irgendein Thema wollte ich noch in dieser Folge ansprechen, da das wie so eine Lava-Folge ist, aber juckt ja keinen. Komm, den nehmen wir einfach mit. Wir müssen ja nicht viel setzen. Wir müssen nur minimal setzen. Und dann haben wir hier ein bisschen Loot rausgeholt. So. Dann gucken wir mal, wann die Aufnahme begonnen hat. Wann hat die... Ah ja, ich würde ganz gerne nachgucken, PC, wann die Aufnahme begonnen hat, ohne dass du 500.000 Mal hier irgendwie was machst. Ja, egal. Soll mir doch egal sein. Ja, Mann, jetzt muss ich so viele Truppen setzen, weil die es nicht geschissen bekommen, weil dann eine Level-1-Kanone ist, die total stark ist und uns wegboomste. Ja, die Pokale sind mir sowas von schnurz egal. Denn auf diesen Account bin ich einfach meistens nur da, um die Minensammler auszuleeren. Habe ich das schon getan? Jo. So, 800.000 haben wir wieder an Loot. Da können wir gleich wieder ein paar Mauer machen. Ich habe ja auch gesagt, bis das Loot-Turnier zu Ende ist, werde ich noch alle Mauern upgraden. Was laber ich hier? Ich habe eigentlich gesagt, dass ich das Rathaus erst nach dem Loot-Turnier upgraden werde. Da der Rathaus Level 7 Loot, wie man sieht, richtig pornös ist. Und ja, hat nur Vorteile für das Turnier. Und wenn ich jetzt schon hochgehe, das bringt nicht viel. Und außerdem habe ich noch nicht alle Mauern fertig. Und ich kann noch den Barbarenkönig auf Level 5 upgraden. Was ich auch vorhabe, 88.000 ist zu wenig. Auch zu wenig. Come on, Baby. Suche nicht so lange. Nope. Nope. Aber 2.000 Dunkles wäre heavy gewesen, wenn das irgendwie draußen gestanden hätte oder so. Ah. Es ist so ein schöner Tag. La 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 la. No Loot. Komm. Wie macht der Zug? Loot, Loot. Das ist richtig fetter Loot. Leider machen wir von Elixier her nicht so viel gut, aber juckt ja keinem bei so einem Loot. Denn goldmäßig ist ja einiges drin, auf jeden Fall. So, jetzt wieder mit Barbaren. Hier ein bisschen aufräumen. So, das Elixier wäre noch nice, wenn wir die Base irgendwie zu 100% schaffen, da in den Lagern doch einiges drin ist. 150.000, ja, 100.000 sind circa in den Lager noch drin. Ich habe einfach mal den Barbarenkönig gesetzt und mal gucken, was er so reißen wird. So, das sieht fett nach 100% aus und das heißt richtig fetter Loot. So, die Aufnahme geht. Ich weiß nicht, wie lange die geht, das ist mein Problem. Das ist scheiße, ey. Ich weiß ja nicht ungefähr. Wir wollen ja auch fair bleiben und gucken. Ja, circa 8 Minuten oder so, ja, sagen wir einfach 8 Minuten, da habe ich ungefähr bei einer Minute angefangen. So, ist der Loot weg, ist der Loot, haben wir den ganzen Loot, Rathaus ist jetzt gefallen und wir können beenden. So, das ist fetter Loot, würde ich sagen. Bam, Junge. Gem, Gem. So, den Rest können wir nicht mehr Gem. Juckt ja auch keinen. So, wir wollen aber möglichst viel Loot hier rausholen in der kurzen Zeit. 26 können wir uns noch RGM, wie man auch sieht, ich bin hier im Clan rausgegangen, aber das hat auch einen guten Grund. Und zwar, wir haben jetzt einen offiziellen Fan-Clan, wenn ihr mal rein wollt. Oh, falscher. Jo, so. Besuchen. Ich werde mir einfach mal die Zeit nehmen, hier noch meine Bestrafungsbase. So, Player gerne, wenn ihr mal rein wollt, offen für alle momentan. Und wenn ihr rein wollt, das ist der offizielle Fan-Clan. Ich schreibe dann noch genaueres in die Beschreibung. Einfach nach Player gerne suchen, dann werdet ihr schon was finden, schätzungsweise. Und ja, falls ihr mal rein wollt, kommt ruhig rein. Aber ich kann jetzt schon von Anfang an sagen, dass ich da nicht immer drin bleiben werde. Ich werde natürlich wieder zu Darkplay zurückkehren, aber für diejenigen, die noch kein Level 70 sind, ist doch eine schöne Abwechslung, wenn ihr in meinem offiziellen Fan-Clan seid. Und außerdem werde ich manchmal reinjoinen und mit im Clan-Krieg helfen. Und natürlich werden wir alle im Clankrieg rasieren. So. Nope. Gegner suchen. Oh. No Loot. Hashtag No Loot. So. Wollte ich noch irgendwas im Video sagen? Eigentlich nicht. Aber ich muss irgendwelche Gesprächsthemen finden. Was sind denn gute Gesprächsthemen? Zum Beispiel kommende Projekte. Ja,
Ihr könnt mir immer wieder immer Vorschläge machen. Ihr könnt mir auch Kritik geben zu den Videos. Falls ihr irgendwas nicht mögt, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ich bin immer offen für Kritik, wenn die Kritik natürlich gut ist und nicht sowas kommt. Ey, ich höre, Digga, deine Videos sind nicht gut. Ja, sowas ist keine Kritik für mich. Sowas ist einfach nur, ja, ich sag dazu besser nichts. Und ja, falls ihr irgendwelche Vorschläge für die Videos habt oder für irgendwas Neues auf dem Kanal, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ja, ich hätte zum Beispiel mit Facecam, ich weiß nicht. Würdet ihr das mögen? Ich meine, wenn ich persönlich so einen YouTuber schaue, ist mir relativ wurst, wenn so ein geiler Loot da ist. Woo. Ist mir eigentlich relativ wurst, ob da eine Facecam hat oder nicht. Es sei denn, es sind Horrorspiele. In Horrorspielen ist das richtig pornös, wenn da so eine Facecam ist. Wenn man dann so sieht, wie er sich erschreckt. Das ist richtig leckerer Loot. Richtig leckerer Loot. Und wir bekommen sogar alles, schätzungsweise. Ja, wir bekommen alles. Nice one. Relativ nice ist das hier. Kann doch so weiterlaufen. Wir haben schon einiges in dieser Folge erfarmt. So. Soll hier mal auf Skype antworten wieder einige Sachen. Ja. So. Ja, das meiste haben wir raus, wir können beenden, um ein bisschen Zeit zu sparen und ein bisschen wieder zu jammen. Ah, es ist so ein geiles Gefühl, wenn man sich so Truppen jammen kann, aber natürlich habe ich nicht allzu viele Gems. Aber juckt ja kein. So, Barbaren ausbilden. Bogenschützen ausbilden. Barbaren ausbilden. Ja, viel Gem können wir nicht mehr. Bogenschützen ausbilden. 55 Gems haben wir noch und die Aufnahme geht circa 12 Minuten und wir können wieder anfangen zu suchen, um zu schauen, ob es hier Loot gibt. Bis jetzt war der Loot eigentlich mega fett. So kann das ruhig weiterlaufen. So, ach. Was mich ein bisschen stört an dieser Liga, ist fetter Loot, aber es sind zu viele schwache Gegner hier drin. Ja, egal, juckt keinen. Wobei, mich juckt schon ein bisschen. Das wird wieder Spaß, die Folge hochzuladen, egal. Ah, das ist so ein Loot, wo du dir denkst, fett, aber kommst schwer dran. Hoffentlich finden wir nochmal so einen AFK-Gegner. Die sind doch immer am schönsten, wenn man solche AFK-Gegner sieht. So, Gegner. Ui. Einiges in der Mitte, aber wir werden den trotzdem probieren. Da wirklich relativ viel in den Minen sammeln ist. Und er ist noch ein Rates Level 10er. Ah, jetzt sehe ich gerade, dass einige Goldminen in den Mauern sind. Ah, sowas hasse ich so sehr, wenn man so schwer drankommt. Und das dann noch mit Level 4 Barge. Also wäre das Level wenigstens Level 6 Barge, ja. Dann wäre es mir eigentlich relativ egal, aber hier ist es schon ein bisschen uncool. So, das meiste scheint doch hier rausgekommen zu sein. Ja, das Dunkle bekommen wir leider nicht, aber ist jetzt egal. Ja, doch, elixiermäßig hat es sich gelohnt, wobei ich kein Elixier mehr lagern kann, aber goldmäßig war es in Ordnung, würde ich sagen. So, wieder Trupskis nachproduzieren, Gem. So, 40 Juwelen habe ich jetzt noch, das muss noch für nächste Woche reichen, um die Kasernen zu boosten, denn ich habe jetzt wirklich gar keinen Bock und mir fehlt auch das nötige Kleingeld, um mir eine iTunes, sage ich schon, eine Google Play Karte zu holen und ja. Ich bin sowieso nicht so aktiv auf dem Account hier. Ui. 400.000 Gold. AFK. Das ist so ein richtig geiler AFK-Player. Ich sag schon Player. Wegen Player gerne und so, ne? Ihr versteht? Nein? Okay. Barbarenkönig setzen. Ich versuche hier wirklich das gesamte Gold rauszuholen. 404.000 Gold, Digga. Das ist richtig fett. Das ist sowas von pornös. So, jetzt hier wieder ein paar Bogenschützen reintun. Denn hier ist in der Nähe... Ach, scheiße, ich hab den Minenwerfer da übersehen. Minenwerfer, nein, nicht... Nein, nein, pfui. Och, fick die Henne, Alter, nicht auf die ganzen Barbaren, nein. Ah, die Barbaren sind nicht mehr in der Range drin, aber die Bogenschützen, go, macht Putt.
Ah, bam, Junge. 233.000 sind hier noch drin. Ein bisschen Elixier ist hier auch noch drin. Leider wird der Barbarenkönig von der Bogenschützenturm hart genommen. Ah, jetzt sogar von zwei. Ah, die einen Elixier, den einen Elixiersammler. Das wäre noch nice, wenn wir den bekommen. Und das Gold natürlich. Come on, baby. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Ja, 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 sehr nice, sehr nice, sehr nice, sehr nice. Jetzt noch. Oh, bitte mach diese eine Goldmine müsst ihr nur noch kaputt machen. Komm, 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 komm. Yo, das meiste der Goldmine haben wir noch bekommen. Richtig geil. 386 Gar Gold. 82k Elixier. Elixiermäßig hat sich's nicht gelohnt, aber juckt keinen. So, wieder ein paar Barbaren nachproduzieren. Gem. Ach, verdammte Kacke. Ich wollte doch gar nicht Gem. Oh nein. Ach, ist egal. Ist egal. Hui. Im Übrigen ist meine Audioqualität etwas besser geworden. Das liegt irgendwie am PC. Ein Kumpel von mir hat mir erklärt, woran das liegt, aber ich habe nur Bahnhof verstanden, weil ich mich in solchen Sachen überhaupt nicht auskenne. Oh, wir haben noch ein bisschen in der Clanburg. Ja, Elixier habe ich zu viel. 176.000 sind wieder drin. Egal. Magier 4, Bogis 4. Ich würde dir sehr gerne Bogis spenden, aber zeitlich wird das dann vom Loot-Turnier knapp. Ist denn irgendwo ein Busch oder so für ein paar Juwelen? Nein, leider nicht. Egal. So, und am Ende der Folge können wir noch 10 Mauern upgraden. Ja, mauerntechnisch sieht es eigentlich relativ gut aus. So viel können wir auch nicht mehr mit den Mauern machen. So, kann ich euch irgendwie eine Verteidigung zeigen oder so? Alter, 301k Elixier, ja. Da eine volle Mine zum Beispiel, Sammler, ein voller Sammler und dann, ja. Ist auch ein leichtes Spiel, sich hier viel Elixier zu snaggeln. Wenn er Elixier gebraucht hat, Glückwunsch. Also ich brauche kein Elixier mehr. Ich könnte das Elixier theoretisch gesehen an den Rand stellen, aber es tut auch weh, wenn man so viel verliert. So, 15 werden noch nachproduziert. Ja, ist mir egal. Wir können wieder weitersuchen. So. Nope. So, weiter. 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 Komm, give me Loot. Give me fetten Loot. Give me fetten Loot. Loot. Je m'appelle Loot. Komm. Ach, das gibt's doch gar nicht. Ein Gegner muss ich noch finden. Einer muss noch drin sein. Nope. Eigentlich hatte ich ja vor, heute irgendwie mit jemandem zu skypen während der Loot-Challenge, da das schon ein bisschen langweilig ist, die ganze Zeit so Gegner zu suchen und fetten Loot zu suchen. Beziehungsweise Farm, aber ich habe leider keinen gefunden, der mit mir geskypt hätte, beziehungsweise über Teamspeak was gemacht hätte, aber juckt ja keinen. So, ich sollte mal aufhören, juckt ja keinen zu sagen, ich sag das viel zu oft. Oh, ich hasse die Telekom, das ist so ein langsames Internet. Come on, come on, 18 Minuten sind circa um. Ich weiß aber nicht ganz genau, wann die Aufnahme gestartet hat. Zumindest die Tonaufnahme. Denn ich nehme ja Ton und Bild separat auf. Da das sonst zu asynchron ist. So, weiter. No Loot. Kein Loot. Komm, circa 19 Minuten. Komm, 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 komm. Ein AFK-Player, noch ein AFK-Player. So, ich gehe noch einmal ganz kurz nach Hause, um die restlichen Truppen abzuholen. So, voll Armeelager. Es müsste jetzt klappen, es müsste jetzt klappen. Come on, come on, come on, come on. Alter, bitte, give me Loot, give me Loot, give me fetten Loot. Give me fat Loot. Der Thomas versucht Englisch zu reden, ey. Es kann nicht gut enden. Ja. Meine Englischkünste sind ungefähr... Ja, ich finde keinen Vergleich dazu, egal. Alter, das... Oh, ein Gegner nur noch. Einen einzigen. Einen. Komm. Bam, Junge. Den habe ich noch gefunden. Rathaus Level 8er. Einige Goldminen sind leider innen, aber... Ja, ich muss jetzt einfach nehmen. Alter, hatten wir wenig Barbaren dabei und zu viele Bogenschützen. Egal, solange wir ein bisschen Gold noch bekommen... Ist alles okay. Alter, da ist so viel Gold drinne.
Jetzt muss ich das ein bisschen klug machen. Da ein paar... Ah, da kriegen die Goldmine sehr nice. Aber die Goldmine da, die kriegen wir leider nicht mehr. Es sei denn, der Tesla geht noch kaputt, was ich aber bezweifle. Allein schon wegen dem Bogenschützenturm unter Kanone. Aber, nee, Minenwerfer. So, das meiste haben wir hier doch rausgeholt. Ja, wir können auch auf Beenden drücken. Die Loot-Challenge, Loot-Turnier. Die fünfte Runde wäre jetzt vorbei. Wir haben irgendwas erfüllt. Gewinne 250 mehr Spielerkämpfe. Echt jetzt? Ich habe erst 250. Naja, daran könnt ihr sehen, wie inaktiv ich hier auf diesem Kanal bin. Jo, auf dem Kanal sage ich schon. Auf dem Account meine ich natürlich. Jo, dann würde ich sagen, das war's dann für die heutige COC-Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein COC mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.